Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und das ist der historische Morgen nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ihr seht das Video jetzt ein bisschen später, aber jetzt in dem Moment, wo ich es aufnehme, es ist Donnerstagmorgen, es ist kurz nach 8 Uhr und ihr seht es hier. Alle Rechner sind noch aus, wir haben noch nicht mal unsere Handelsrechner hochgefahren. Und ja, wir müssen einfach nochmal darüber reden, was gestern war. Aber, und das ist jetzt das Aber, im positiven Sinne will ich euch mal mit euch darüber reden, denn ich will mal über Jogi Löw reden. Was? Fußballkanal? Nein. Wir reden mal über Jogi Löw und was das, was er gestern gemacht hat, was das mit Optionshandel zu tun hat, mit Börsenhandel allgemein und warum ich das so motivierend und so beeindruckend finde. Ja, wir brauchen natürlich nicht über dieses Spiel gestern Abend zu reden, ne? Oder 16 Uhr besser gesagt. Das war ja eine, ja, das war schon eine Katastrophe, ne? Ob wir dann am Ende jetzt 1-0 oder 2-0 verloren haben, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Wir sind ausgeschieden und machen uns nichts vor, so wie es alle gesagt haben. Wir haben es auch verdient, auszuscheiden. Also hier, ganz kurz, ne? Wir hatten es ja hier wirklich auch in der Firma. Leider. Sind wir raus. So, und nichtsdestotrotz habe ich gestern Abend etwas gesehen, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und wo ich mir gesagt habe, okay, dann musst du morgen früh, das musst du gleich auf Video aufnehmen, weil ich es einfach wirklich richtig, richtig toll fand. Und zwar, es ist ja natürlich klar, dass nachdem so etwas passiert, nachdem so eine Mannschaft so ausscheidet, warte mal, ich mache, dass ihr das ein bisschen besser seht hier. So, jawohl, so sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Nachdem so eine Mannschaft ausscheidet, dass es da natürlich von vielen Seiten jetzt Häme gibt und dass es natürlich auch viele Analysen gibt, was hätte man anders machen sollen und war die Aufstellung richtig, war es richtig, den und den mitzunehmen, war das richtig, den und den nicht mitzunehmen, hätte man nicht so spielen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, da fühlen sich ja jetzt ganz, ganz viele berufen, ihre Meinung da kundzutun. Und deswegen, das will ich nicht machen, das ist ein Fakt, die sind ausgeschieden, so war es halt einfach. Was ich aber gestern richtig gut fand, das war, als der Bundestrainer Jogi Löw, von dem ich ehrlich gesagt kein Riesenfan bin, ne? Ich weiß nicht, ich bin mit dem nie so als Trainer so richtig warm geworden, also ich war nie so der große Jogi Löw-Fan, aber der hat gestern was gemacht und das fand ich richtig, richtig klasse. Und zwar, der ist gestern gekommen, hat sich vor die Kameras gesetzt, oder in diesem Interview, ich glaube im ZDF war es dann, und hat gesagt, ich habe die Verantwortung. Das war ein Satz, er hat vieles gesagt, aber das war ein Satz, den er relativ schnell gesagt hat, ich trage die Verantwortung. Und das finde ich absolut weltmeisterlich. Ne? Weil, wenn wir uns mal in der Wirtschaft so umschauen, wenn wir uns in der Politik umschauen, wenn wir uns auch in unserem Privatleben umschauen, ne? Also jeder kennt doch Leute, wenn mal irgendwas ganz, ganz Schlechtes passiert, wie ist es denn dann immer? Dann wird immer gesagt, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Gerade in der Politik, ja, wird doch immer gesagt, naja, die sind schuld, der ist schuld, wir hätten es ja ganz anders gemacht. Ne? Und jetzt kommt einer, der vor den Augen einer Nation die größte Niederlage erreicht hat, die man als deutsche Fußballnationalmannschaft erreichen kann, nämlich im Achtelfinale einer WM auszuscheiden und sagt, ich habe die Verantwortung dafür, ich trage die Verantwortung. Und das fand ich wirklich eine absolut weltmeisterschaftliche Leistung, das finde ich toll. Und jetzt kann man ja sagen, naja, okay, komm, das sagt er ja auch einfach so und was soll er denn auch sonst sagen? Aber ich finde das schon wichtig, dass man das macht und dass wir das auch selbst für uns auf unsere Fahne nehmen. Und bevor ich noch sage, was das auch mit Optionshandel zu tun hat, vielleicht noch ein Punkt. Er hat, ich habe dann gestern Abend noch so eine Diskussionsrunde angeschaut. Ich bin dann immer hinterher so scharf drauf, alles zu sehen, was die Leute dann so sagen. Ja, das finde ich fast noch spannender als das Spiel. Und da war unter anderem, ich glaube, bei Markus Lanz saß Rubenbauer, dieser Sportmoderator, super, ne? Typ finde ich klasse, und weil der hat auch so einen tollen bayerischen Akzent und hat das wirklich, der spricht einfach schön. Und der hat dann gesagt, naja,
Den einzigen Fehler, den Löw gemacht hat, ist, dass er eben nach der WM 2014 nicht aufgehört hat. Und ganz ehrlich, mir ging das auch so ein bisschen. Am Anfang so gesagt, ja, hätte doch Löw einfach als Weltmeister, ne, das, weil das vergisst man ja auch, wir waren ja auch Weltmeister 2014, hätte er doch einfach aufgehört am Höhepunkt seiner Karriere sozusagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch ganz klar sagen, ist es denn wirklich korrekt, wenn du sagst, ich tue etwas, was ich mit Liebe tue, ne? Und machen wir uns nichts vor, für Geld machen die das alle nicht mehr. Also Geld haben die alle mehr als genug. Der verdient Millionen im Jahr, genauso wie die ganzen Spieler. Ne? Also für Geld muss da keiner spielen. Die sind alle für alle Zeiten durch. So, und dann wirst du Weltmeister. Und dann weißt du, das ist ja ein schlauer Mann, dann weißt du, dass du diesen Erfolg mit nahezu 99%iger Sicherheit nicht mehr wirst toppen können. Du wirst ihn vielleicht nicht nochmal erreichen können. Zweimal hintereinander Weltmeister zu werden, das ist wahnsinnig schwer. Und dennoch sagt er, nein, ich höre nicht hier auf und sonne mich dann in diesem Glanz, ich war hier der große Weltmeistertrainer, sondern ich mache weiter. Dafür hat er meinen absoluten Respekt, dass er sagt, okay, nein, ich habe hier eine tolle Mannschaft und ich führe diese Mannschaft weiter. Genau in dem Bewusstsein auch, dass es ja dann auch schief gehen kann. Und dass es natürlich so schief geht, das hätte er sich wahrscheinlich auch nicht erwartet. Und das hat man ihm auch angesehen. Aber trotzdem finde ich das eine ziemlich coole Leistung. Und fragt mal euch selber, wenn ihr irgendetwas macht, oder kommen wir jetzt so langsam auf das Thema Handeln, und ihr habt jetzt zum Beispiel ein extrem gutes Börsenjahr, ne? Hört ihr dann auf? Stellt euch mal vor, ihr macht jedes Jahr im Schnitt 10%. Und jetzt kommt mal ein Jahr, wo aus welchen Gründen auch immer es extrem gut läuft und ihr plötzlich 100% macht. So, dann wisst ihr doch auch, ihr werdet das wahrscheinlich nie wieder erreichen. Sagt ihr dann aber trotzdem, ich höre jetzt auf, jetzt ist Schluss? Oder sagt ihr dann, hey, Trading ist so geil, ich mache das so gerne, jetzt mache ich auch an der Stelle weiter. Und jetzt aber nochmal zu der Aussage, ich habe die Verantwortung. Ich glaube, heutzutage wird das sehr, sehr gern unter den Tisch fallen gelassen oder das sagt kaum noch jemand, ich trage die Verantwortung. Denn wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen Verantwortung gerne abschieben. Und gerade im Trading ist es auch so, dass auch da sehr viele Menschen Verantwortung abschieben. Und wir nehmen mal das Jahr 2018. Ich bin mit meinen reinen Optionskonten allesamt dieses Jahr im Minus. Ne? Mit meinen Langfristkonten bin ich im Plus, ich bin auch mit einem Tradingkonto im Plus, aber mit meinen reinen Optionshandelskonten bin ich im Minus. So, wer trägt jetzt dafür die Verantwortung? Ich. Ganz allein ich. Warum? Natürlich gibt es Umstände. Ne? Natürlich sind die Märkte dieses Jahr nicht optimal. Natürlich sind ein paar Sachen schiefgegangen. Ich muss jetzt immer mal an diesen Fußballerspruch denken. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, wer das gesagt hat. Wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Man hat ja auch manchmal jetzt so das Gefühl, egal was man macht, du machst einen Trade, es läuft und kommst wieder zurück. Also dieses Wassertreten, was man zurzeit macht. Ne? Man tritt Wasser und man kommt nicht so richtig voran. Aber es ist natürlich wichtig zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für meine Ergebnisse. Und das eben nicht auf was anderes zu schieben. Und zwar, jetzt stehen wir natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Also jetzt, selbst wenn hier Leute zuschauen und selbst wenn ich viele, viele Kunden habe, jetzt sind die ja trotzdem nicht in der Öffentlichkeit wie ein Fußballtrainer. Es ist aber aus einem anderen Grund wichtig zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und zwar für einen selbst. Weil nur wer sagt, ich übernehme die Verantwortung, nur der ist in der Lage, auch aus sich selbst heraus wieder auf die Gewinnerstraße zu kommen. Alle anderen, die sagen, der ist schuld, die begeben sich in eine Opferrolle. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, und es ist jedem selbst überlassen, ne, mein Coach ist schuld, weil ich kein Geld verdient habe, der Markt ist schuld, weil ich kein Geld verdient habe, der sagt im Grunde genommen, mein Coach ist schuld, dass ich kein Geld verdient habe und er wird auch daran schuld sein, wenn ich mal wieder Geld verdiene. Aber was bist du denn dann? Dann bist du doch keiner, der selbstständig entscheidet. Dann bist du ein Opfer. Ne? Dann hast du eine Opferhaltung. Und deswegen ist es so wichtig, selbst die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Ja, es gibt Umstände. Ja, es gibt Glück und Pech. Alles richtig, alles wahr. Aber wer trägt die Verantwortung? Ich selbst. Und das
Gute ist, und um das jetzt auch mal positiv zu sehen, wenn du selbst diesen Punkt wirklich innerlich mit Überzeugung sagen kannst, ich trage die Verantwortung, die Verluste auf meinem Konto sind entstammen meiner Verantwortung heraus. Nur dann kannst du auch selbst für dich sagen, okay, an welchen Stellschrauben muss ich denn jetzt drehen, damit es wieder besser wird. Weil wenn du nämlich sagst, ein anderer ist schuld, der Markt ist schuld, die Volatilität ist schuld, Barclays ist schuld, weil ich war short im VXX oder was weiß ich, ne? Und wie auch immer, wenn du das sagst, dann sagst du ja, denk mal den Gedanke weiter, dann sagst du auch, dann müssen die auch was ändern, damit ich wieder erfolgreich werde. Das heißt, dir sind quasi die Hände gebunden, ne? Und das geht einfach nicht. Wenn du in irgendeinem Business, egal was es ist, eine Börse ist ein Business, wenn du da erfolgreich sein willst, musst du die volle Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen. Und ich merke das zurzeit in so wahnsinnig vielen Sachen, wo ich sage, ich trage die Verantwortung. Ich will euch ein anderes Beispiel nennen. Wir bauen ja gerade um. Ihr seht, heute ist es ruhig, ne? Kein Handwerker da. Sind schon welche da, aber die machen Sachen, die nicht laut sind. Und wir haben uns zum Beispiel da hier oben eine Glaswand einbauen lassen. Und als diese Glaswand eingebaut war, habe ich die mir angeschaut mit meiner Frau und haben mir gesagt, die gefällt uns nicht. So wie die hier ausschaut, das gefällt uns nicht. Und diese Glaswand ist schweineteuer. Die ist wirklich, die ist schweineteuer. Ne? Und da haben wir unsere Architektin angerufen, die sind dann gekommen und haben uns da hingestellt und haben gesagt, gefällt uns nicht. Und dann haben wir gesagt, hat sie gesagt, naja, aber okay, ich habe Ihnen das ja vorher gezeigt und so. Und jetzt haben wir uns dann unterhalten und gesagt, na okay, dass das so auf diese Art und Weise gemacht wird, haben wir nicht gewusst. Und da haben wir uns darauf verlassen und deswegen Ende vom Lied, wir lassen die Wand jetzt nochmal ändern, kostet nochmal ein paar tausend Euro mehr, aber wenn mir es nicht gefällt, kann ich es nicht so lassen. So, wir haben uns auch darüber später unterhalten und gesagt, wer ist denn da jetzt schuld? Ne? Und da kann man auch sagen, ja, die Architektin hätte uns das vielleicht, also wir haben uns das in so einem 3D-Modell angeschaut, wir haben uns Bilder angeschaut und das sah das ein bisschen anders aus, als es jetzt im Original ausschaut. Und da könnte man auch sagen, ja, die Architektin hätte uns das doch mal im Original zeigen können. Sie hätte doch uns mal mit uns wohin fahren können und sagen können, guckt euch das mal an, so sieht das aus. Ne? Und, aber auch nein, auch hier muss man sagen, ich trage die Verantwortung und ich bin, nennen wir es jetzt mal so blöd, daran schuld, dass mir das nicht gefällt. Warum? Ich hätte doch selbst die Initiative ergreifen müssen und sagen müssen, ich will es nicht nur auf dem 3D und auf dem Farbfoto und in dem Film sehen, sondern ich möchte es mal im Original sehen. Ich will mal irgendwo hinfahren, wo ich das mal im Original sehen kann. So. Das ändert zwar jetzt am Ende erstmal nichts am Ergebnis, wenn ich das selber sage. Ne? Dann sieht die Wand trotzdem noch nicht so aus, wie ich es will. Dann muss sie immer noch geändert werden. Aber dann weiß ich fürs nächste Mal, wenn wieder mal sowas ist, dadurch lerne ich etwas. Ich habe einen Effekt, ich habe einen Lerneffekt. Ne? Dann kann ich sagen, hey, ich baue mal wieder irgendwas. Und da muss es jetzt nicht eine Glaswand sein, aber wenn mal wieder irgendwas ist, ich werde mir, wenn ich irgendwas wieder tue am Bau, kaufe noch eine Immobilie, was auch immer, und schaue mir dann an, einen Vorschlag von dem Architekten und kann mir das nicht richtig vorstellen, dann werde ich diesmal sagen, ich will das mal im Original sehen. Das heißt, dann habe ich einen Lerneffekt, dadurch werde ich besser. Wenn du jetzt aber in dem Beispiel sagen würdest, hey, die Architektin ist schuld, die stellt uns hier ein riesen Honorar in Rechnung, also ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns das zu zeigen, was lernst du dann daraus? Architekten sind alle blöd, was sie nicht sind, ne? Aber du würdest dann quasi für dich lernen, Architekten sind alle blöd und zum Zweiten würdest du lernen, das ist deren Aufgabe, ich muss mich um sowas gar nicht kümmern, ich bezahle ja schließlich. Aber was bringt dir denn das beim nächsten Mal? Das heißt, du wirst immer wieder die gleichen Dinge erleben, weil du keinen Fortschritt machst. Ne? Und genauso ist es im Handel. Und wer jetzt sagt, ich übernehme nicht die Verantwortung für mein Handeln, sondern ich sage, ah, bei dem Coach habe ich nichts gelernt und dieser Börsendienst war nicht gut. Ich meine das jetzt gar nicht auf uns so bezogen, ne? Weil wir haben wirklich, wir haben keinerlei Kündigungen, gerade im Börsendienst, ne? Das ist, da haben wir gute Zuwächse, das läuft gut und auch im Coaching ist ja jetzt vorbei mit Anmeldung, aber auch das läuft super, also da gibt es überhaupt nichts. Da sind wirklich die richtigen Leute dabei, die das richtige Mindset auch haben, aber
ich höre das ja so ganz häufig, ne? Ah, da war ich bei dem und da kann überhaupt nichts, da habe ich überhaupt nichts gelernt. Blödsinn, ne? Es ist doch deine Verantwortung, wenn du da hingegangen bist. Und genauso, wenn jemand sagt, das ist aber ein beschissenes Buch, da habe ich, das ist überhaupt nicht das wert, für was es war. Ja, dann ist doch deine Verantwortung. Klar hat es einer geschrieben, hat es dir verkauft, aber der hat dich doch nicht mit der Pistole gezwungen, das zu kaufen. Was ich dir damit nur klar machen möchte, ist, du musst Verantwortung übernehmen. Du musst immer für deine Ergebnisse die Verantwortung übernehmen und niemals, egal wie es ist, einen anderen dafür verantwortlich machen. Weil wenn du dir das angewöhnst, wenn du sagst, ich übernehme immer die Verantwortung, dann kommst du in einen Prozess, wo du permanent lernst, wächst und besser wirst. Wenn du dagegen deine Verantwortung wegschiebst, wenn du sagst, der ist schuld, ne, dann stagnierst du, dann bleibst du stehen, dann bleibst du auf deinem jetzigen Niveau stehen und kommst sogar in so eine Spirale, die wahrscheinlich eher nach unten als nach oben führt. Und deswegen hier, ich habe heute extra das Yogi Blau angezogen, Yogi Löw, Riesenrespekt für das, was er da getan hat. Kann jeder sehen, wie er will. Ich finde es toll, dass er das gemacht hat. Übrigens auch Manuel Neuer, ne, der hat das auch gesagt. Der hat auch gesagt, ja, wir waren einfach nicht gut genug. Wir haben es nicht verdient. Das ist unsere ureigenste Schuld. Und das finde ich toll. Das macht so Spitzenleute aus. Und deswegen sind die auch so gut, wie sie sind. Weil, machen wir uns mal nichts vor, das ist ja trotzdem eine fantastische Fußballmannschaft. Ne? Die würden ja trotzdem jeden anderen weghauen. Diesmal waren halt die anderen besser. Und mal sehen. Und wenn es jetzt eine Aktie wäre, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Aktie wäre, dann wäre die jetzt in einem Abwärtstrend. Das heißt, ich würde die jetzt nicht antizyklisch kaufen. Ich würde die aber definitiv auf meine Watchlist setzen, weil die sind auf dem richtigen Weg. Und wer weiß, in 4 Jahren, in 8 Jahren, in 12 Jahren sind sie vielleicht wieder ganz oben. Schauen wir mal, es dauert halt ein bisschen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß noch bei der WM, weil wir gucken es natürlich trotzdem weiter an. Wir sehen uns wieder bei neuen Videos. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.